Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Verantwortung. Wir versuchen heute, dieses Thema zu beleuchten. Das hat viele Facetten und das tun heute Silvia Angelo und Robert Pfaller. Ja, und durch das Gespräch führt und moderiert unser Freund, der war ja auch einer, der uns gelehrt hat, das eine oder andere vielleicht doch anders zu tun, anders zu sehen und anders zu tun. Und persönlicher Freund, Fred Lux. Fred, the floor is yours. In der Vorbereitung habe ich überlegt, wie nähert sich man diesem Begriff der Verantwortung? Herr Professor Pfaller, was ist Verantwortung? Der Begriff und sein Auftauchen bezeichnet natürlich auch den Umstand, dass sich Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts die zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse sehr stark verrechtlichen. Zugleich hat der Begriff natürlich aber auch einen religionsgeschichtlichen Hintergrund. Er ist nicht in allen Religionen und in allen Kulturen gleichermaßen denkbar. Er gehört zu einer jüdisch-christlichen Vorstellung des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen. In diesem Sinn ist im Christentum etwas angelegt, was es erst in der kapitalistischen Produktionsweise gibt, nämlich dass man verantwortliche Subjekte hat. Lange Zeit hat ja das Christentum im Mittelalter die Menschen eigentlich auch nicht so behandelt. Erst in dem Moment, wo Menschen lesen und schreiben lernen müssen, damit sie auch Vertragssubjekte sein können, erst in diesem Moment sozusagen ergibt sich in einer ganz bestimmten Kultur diese Auffassung des Individuums als rechtlich haftbares Wesen. Okay, da kommen wir sicherlich noch darauf zurück, weil in der Bank über Verantwortung und Schuld zu reden, ist man wahrscheinlich schnell bei Schulden, über die man dann auch noch reden kann. Zur Wirtschaft. Wenn ich schon eine Ökonomin sitzen habe, die Frage ist natürlich, was heißt das für die Wirtschaft? Wie bestellt heute im Standard in der Beilage Corporate Social Responsibility Pflicht und Segen? Das ist ein Artikel gewesen, der in interessanter Weise vom aktuellen Diskurs abweicht. Wir kommen darauf zurück. Aber jedenfalls, was man beobachten kann, ist, Verantwortung ist ähnlich wie die Nachhaltigkeit überall in der Wirtschaft und im wirtschaftlichen Diskurs. Was heißt das für die Wirtschaft, also dieses Konzept der Verantwortung? Ich würde sagen, also wenn du mir diese Frage stellst, ist das Erste, was ich mir irgendwie darauf denke, und jetzt mache ich es sozusagen, indem ich es laut denke, Wirtschaft und Verantwortung, geht das denn überhaupt zusammen? Und warum ich mir das denke, ist natürlich, weil ich dann sofort an Verantwortung denke in einem gesellschaftlichen Sinn, also an soziale Verantwortung. Und da stellt sich ja wirklich die Frage, wie passt das zusammen mit ökonomischem Handeln? Das Erste, was einem da einfällt, ist, dass Milton Friedman gesagt hat, die soziale Verantwortung von Unternehmen ist es, Profite zu maximieren. Also das ist eine Definition zum Thema sozialer Verantwortung. Und ich glaube, wenn du das Corporate Social Responsibility angesprochen hast, wir sind von der schon weg. Also es ist irgendwie sozusagen klar, Common Sense in der Gesellschaft, das allein kann es nicht sein. Und das Institutionalisieren von Verantwortung, das ist auf einer betrieblichen Ebene, kann man ganz einfach sagen, Verantwortung wird auch, soziale Verantwortung wird ja wahrgenommen von einem Chef gegenüber seinen Mitarbeiterinnen, aber die delegieren zum Beispiel ja dann auch wieder die Verantwortung zum Beispiel an Betriebsräte, Betriebsrätinnen, die dann institutionalisiert zusammenarbeiten und diese Verantwortung wahrnehmen. Und insofern gibt es da halt sehr ausdifferenzierte Systeme, denke ich mir, also wie gesagt, so innerorganisatorische Systeme und dann halt gegenüber der Gesellschaft als Ganzes und anderen sozusagen Akteuren in der Gesellschaft. Also das, was es für die Wirtschaft heißt, und insofern glaube ich, ist das ein spannender Punkt, so dieses die ökonomische Rationalität zusammenzubringen mit einem moralischen Anspruch. Und zwar wollte ich fragen, ob man Verantwortung vielleicht monetär bemessen kann. Das heißt, je höher der Umsatz eines Unternehmens, desto größer die Verantwortung. Und wenn man das dann tut, sollte die Verantwortung dann nicht eigentlich mit dem Geld mitreisen. Das heißt, wenn man Investitionen tätigt, zum Beispiel in Osteuropa oder in Südafrika in Kohlekraftwerke, reißt die Verantwortung eigentlich dann nicht mit dem Geld? Ist das eine Frage an Willi Czernko oder ans Podium? Ich gebe es mal ans Podium. Die Ökonomin, oder? Naja,
Natürlich ist es, also da kann ich jetzt gar nicht widersprechen zu sagen, natürlich je größer ein Unternehmen ist und je sozusagen umfassender und globaler es agiert, desto größer ist sozusagen auch seine Verantwortung. Und nur die Verantwortung ist eben genau das, was ich ja irgendwie interessant finde bei diesem Report über gute Unternehmen, die 70 größten Konzerne irgendwie in Europa, ist ja genau das, zu versuchen, die Verantwortung aufzugliedern in Verantwortungsbereiche. Also es ist eine Verantwortung für die Umwelt, es ist eine Verantwortung für die Mitarbeiterin, ist aber auch eine Verantwortung, sie haben auch die Profitabilität dort reingenommen. Ja? Also wie hoch ist Eigenkapitalquote und so weiter. Also ist es verantwortungsbewusst im Sinne, ist es ein Unternehmen, das ökonomisch gesund dasteht, ja, und sozusagen tragfähig und nachhaltig wirtschaftet und jetzt brutal gesprochen nicht irgendwann einmal sozusagen zu einer Belastung wird. Also die Verantwortung ist natürlich genau das, was meine ich mit der Verantwortung, welche Kriterien habe ich an die. Und ja, natürlich sehe ich das eine ökologische Verantwortung von einem Energieunternehmen, eine große ist, aber mein Punkt wäre ja auch sehr stark zu sagen, ich will es nicht davon abhängig machen, ob das Unternehmen das für sich selbst so definiert. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass es sehr viel leichter ist, das entweder zu machen für Unternehmen, sei es jetzt zum Beispiel, wenn Sie angesprochen haben, Kohlekraftwerke oder ähnliches, Energieversorgungsunternehmen. Wenn ich sage, Energieversorgungsunternehmen waren lange Zeit, jetzt ist es nicht mehr so in einigen Ländern, aber in manchen doch noch, sehr stark in öffentlichem Eigentum, dann hat gerade sozusagen der öffentliche Eigentümer auch eine sehr starke Verantwortung und die ist für mich natürlich wesentlich deutlicher und klarer eine gesellschaftspolitische oder ökologische als die von einem einzelnen Konzern oder Unternehmen. Das stelle ich jetzt nicht nur sozusagen mit der monetären Macht gleich, sondern das hat auch was sehr stark mit Eigentumsverhältnissen, mit Möglichkeiten einzugreifen und zu steuern zu tun. Ja? Und wenn ich diese Steuerung möglich mache, ja, als Gesellschaft, indem ich zum Beispiel sage, Daseinsvorsorge, öffentliches Eigentum und da habe ich aber auch als Eigentümer bestimmte Ansprüche, dann greife ich politisch ganz anders steuernd ein. Also wie gesagt, die Eigentumsfrage wäre da für mich auch eine relevante, ja, wo ich sage, dann ist es vielleicht nicht mehr so relevant, ob die wie jetzt sozusagen, wie andere Kriterien ausschauen, sondern dann kann ich das besetzen. Ja. Robert. Ich würde etwas vielleicht noch gern mit zu bedenken geben. Der französische Philosoph Blaise Pascal im 17. Jahrhundert hat gesagt, die Menschen sind so notwendigerweise verrückt, dass es noch verrückter wäre, sich nicht ebenso verrückt zu verhalten wie sie. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man auch auf ökonomische Zusammenhänge anwenden kann. Und um sozusagen die Verantwortung wieder dorthin zu tun, wo sie etwas verloren hat. Also unter verrückten Bedingungen ist vernünftig handeln verrückt. Und selbst der Staat als Eigentümer kann er, wenn er sozusagen unter verrückten Marktbedingungen agieren muss, nur rational handeln, indem er sich genauso verrückt verhält wie alle anderen. Wo man aber was machen kann, ist vielleicht als Staat dafür zu sorgen, dass sich diese Marktbedingungen verändern und dass sich nicht alle, schon um überhaupt überleben zu können, verrückt verhalten müssen. Und ich glaube, diesen Umweg über das Allgemeine, über die Veränderung der Bedingungen, unter denen alle spielen müssen, muss man denken. Man kann nicht als einzelner Teilnehmer und sei man noch so groß, sozusagen anders spielen als die anderen. Man kann nur die Regeln ändern. Jein. Also ich finde schon, dass wenn ich einen, es stimmt, ja, ich kann die Regeln ändern, aber ich finde schon, gerade wenn ich jetzt eine Diskussion in Österreich auch führe über die Frage, keine Ahnung, oder vor Jahren oder woanders, ist ja ganz egal, wo kann sich zum Beispiel ein Energieversorgungsunternehmen engagieren und soll das mehr sozusagen den Blick haben auf den, jetzt sage ich Shareholder Value, ja, oder hat das andere Kriterien auch noch? Also müssen 7% sein oder reichen 5? Ja, und da habe ich ein anderes Thema, wenn ich sage, ich habe aber vor allem auch einen öffentlichen Eigentümer, ja, der muss, klar, es hat uns auch die Geschichte gelernt, dass der Staat als Eigentümer, wenn er nicht überall mitgemacht hat, auch Schiffbruch erlitten hat, das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz sozusagen glaube ich schon, das Umgekehrte war auch nicht immer toll und der Staat ist jetzt sehr stark auch ein Auffangnetz, ja. Aber da ist schon die Frage, ob ich nicht die Kriterien doch etwas ändern kann. Weil wenn ich dann natürlich auch wieder sage, okay, das ist der Markt, ja, und ich muss mich zu 20% am freien Markt bewegen oder zu 25%, na gut, dann ist immer, ich meine, irgendwann ist immer wirklich bei den griechischen Göttern, die dann die Verantwortung haben. Also,
Robert Faller, Silvia Angelo. Danke.